Jetzt ein paar Worte zu der Ausstellung und dann geht es weiter mit Antonia Lotz zum Symposium. Ein ganz wichtiges Werk der Science-Fiction-Literatur der letzten Jahrzehnte ist von Kim Stanley Robinson die Mars-Trilogie und die handelt von der Kolonialisierung des Mars durch die Menschheit. Die Trilogie, bestehend aus den Romanen Red Mars, Green Mars und Blue Mars, entwickelt ein höchst detailliertes und umfassendes Gedankenexperiment über die geologische, biologische und soziale Transformation des Planeten. Und das Bemerkenswerte an diesem Opus Magnum der Science-Fiction-Literatur ist, dass es zwar eine Gruppe von menschlichen Protagonistinnen gibt, anhand derer das Geschehen sich entwickelt, der eigentliche Protagonist ist jedoch kein Mensch, sondern ein Planet. In einem Interview hat Kim Stanley Robinson einmal über Science-Fiction bemerkt, Zitat Anfang, sehr vereinfacht gesprochen, werden in der Wissenschaft Fakten ermittelt und in der Fiktion, also in der Erzählliteratur, Werte. Der Name Science Fiction ist so wirkmächtig, weil er suggeriert, dass wir die Kluft zwischen Fakten und Werten überbrücken könnten. Während der traditionelle Roman des 19. Jahrhunderts die Beziehung des Individuums zur Gesellschaft und Geschichte beleuchtet, erweitert Science Fiction diese Liste durch das Nichtmenschliche und den Planeten. Heute haben wir die Grenzen der Belastbarkeit unseres Planeten erreicht. Und welche Art von Fiktion kann diese Geschichte am besten erzählen? Und Kim Stanley Robinson gibt dann auch gleich die Antwort: Science Fiction ist der Realismus unserer Zeit. Zitat Ende. Und ich denke, mit diesem Zitat im Hinterkopf könnte man die Arbeit von dem Kollektiv The Kalpanaa vielleicht gar nicht am treffendsten mit diesem vielfach umstrittenen Begriff der künstlerischen Forschung beschreiben, sondern vielleicht am besten als Science-Fiction-Forschung. Gegenstand dieser gemeinsamen Science-Fiction-Forschungen des Künstlers Gotham Gosch, der Künstlerin Susanne Winterling und des Science-Fiction-Theoretikers Bodhisattva Chattopadhyay ist ein Gebiet, das The Kalpanaa als spekulative Wüste bezeichnet. Und in dieser Landschaft überlagern sich reale und fiktive Wüsten und Vorstellungswelten. Ein ganz wichtiger Hintergrund ist, der Arbeit des Kollektivs ist die Verwandlung, mögliche Verwandlung oder drohende Verwandlung der Erde in einen Wüstenplaneten. Ein Zukunftsszenario, was man mit Dürren, mit dem Klimawandel verbindet und was vielleicht hier in der Region, wo die ausgetrocknete Dreisam vor 2 Jahren als ein Bild sich vielleicht in den Köpfen festgebrannt hat, was als Vorbote gelten könnte für diesen drohenden Wüstenplaneten Erde. Wenn man aber andere Erdteile anschaut, zum Beispiel Indien, dort ist die weitläufige Zerstörung von Land und Leben längst eigentlich die Norm für eine massiv von Dürre und Desertifikation betroffene Landschaft. Und es ist zu erwarten, dass die Extreme zwischen nassen und trockenen Perioden weiter zunehmen werden und damit auch Überschwemmungen und Dürren. Dann als zweite Region, Gebiet, von dem The Kalpanaa ausgeht, das ist eine real existierende Wüste, die Salzwüste Ran von Kutch, die an der Grenze zwischen Indien und Pakistan liegt und eine der ödesten, heißesten und trockensten Regionen Indiens ist. Und dort hat sich über Jahrtausende hinweg, oder eigentlich über Millionen von Jahren hinweg, wenn man in geologischen Zeitspannen denkt, hat sich dort Schicht um Schicht, haben sich geologische, biologische und kulturelle Aktivitäten auf vielfältige Weise in die Wüstenlandschaft eingeschrieben und Aspekte davon findet man dann hier wieder in der Ausstellung. Vielleicht ein Aspekt zu den kulturellen Aktivitäten. In dieser Region befindet sich eine Ausgrabungsstätte der Induskultur und damit einer der frühesten städtischen Zivilisationen. Und dann als drittes Gebiet verschränkt The Kalpanaa die Erkundung mit diesem möglichen Wüstenplaneten und der real existierenden Salzwüste in Indien mit spekulativen Methoden
aus der Science Fiction und Motiven, nämlich mit dem Wüstenplanet. Das ist ein Motiv, was sich durch die ganze Science Fiction zieht. Es taucht sehr prominent bei Frank Herbert auf, in dem The Dune-Zyklus, aber auch bei Kim Stanley Robinson, den ich schon erwähnt hatte, bei Ursula Le Guin, zum Beispiel auch in dem Planet der Habenichtse und auch in vielen anderen Werken hat man es immer wieder, eigentlich unbewohnbare Planeten, die eine wichtige Rolle spielen. Und aus diesen drei Landschaften, also dem Wüstenplanet Erde, der Salzwüste Rand von Kutsch und dem Wüstenplaneten in der Science Fiction, entsteht hier in der Ausstellungshalle eine neue Landschaft, ein neues Territorium, ein spekulativer Wüstenplanet. Und das Kernstück der Ausstellung ist vorne im Eingangsbereich oder im ersten Teil der Halle eine Karte dieses spekulativen Wüstenplaneten. Objekte hier in der Halle ergänzen diese Karte und oben auf der Galerie hat man dann eine Art Glossar, der aber die Karte nicht erklärt, sondern eigentlich noch weitere Verflechtungen schafft. Ich werde jetzt noch kurz auf vier Aspekte, Motive, Arbeitsweisen in der Ausstellung eingehen und dann starten wir hier mit dem Symposium, mit den anderen Aspekten. Also insgesamt bei diesen vier Aspekten, das ist zum einen, sind hier nicht nur Menschenakteure, sondern es geht sogar bis zur Geologie. Man könnte sagen, es treten auch geologische Akteure auf. Dann als zweiter Aspekt das Terraforming, dann das Lernen von Nichtmenschlichen und schließlich Science Fiction, nicht nur was die Motive betrifft, sondern auch was die Methode von dem Kollektiv The Kalpana hier in der Ausstellung anbelangt. Man hat hier an verschiedenen Stellen, hier sieht man es jetzt nur noch schlecht vor lauter Technik, aber auch vorne auf der Wüstenkarte Tontafeln von Gotham Gosch. Und das sind spekulative Untersuchungen, wie aus dem Zusammenspiel von physikalischen Kräften und Materie geologische Formationen entstehen, die wieder je eigene Formen des Lebens mit seinen kulturellen Ausprägungen hervorbringen können. Und diese Arbeiten fokussieren das, was eigentlich als tot gilt, also Landformationen, Gebirgsketten, Täler, Ebenen, physikalische Kräfte, tektonische Bewegungen. Das heißt, Landschaft wird hier zum Akteur, so wie jetzt zum Beispiel bei Kim Stanley Robinson der Wüstenplanet zum Protagonisten wird. Und das, was in der Regel eigentlich Hintergrund für menschliches Handeln ist, betritt jetzt hier selbst die Bühne, womit zugleich auch die Grenzen zwischen Lebendigen und Nichtlebendigen, zwischen passiver Materie und handelnden Wesen verwischt wird. Dann haben wir hier eine Art Gegenbewegung immer wieder in verschiedenen Arbeiten der Ausstellung zu dieser drohenden Verwandlung der Erde in einen Wüstenplaneten. Und zwar weisen diese Arbeiten, die Arbeiten in der Ausstellung immer wieder auf Umwandlungsprozesse hin, wo man eher von etwas Toten, von einer toten, unbelebten Landschaft, für die die Wüste gemeinhin steht, eine Entwicklung hat hin zum Leben in der Wüste oder sogar zum Belebbarmachen der Wüste. Und wenn man das Ganze in planetarischen Dimensionen denkt, dann ist man eigentlich schon beim Terraforming. Das Terraforming bezeichnet die Umwandlung eines Planeten, sodass er für Lebewesen bewohnbar wird. In der Science Fiction ist das Terraforming vor allem des Mars auch wieder immer ein wiederkehrendes Motiv. Und im Gegensatz zu den kolonialistischen Eroberungsbestrebungen oder technologischen Beherrschungsfantasien, die oftmals hinter dieser Vorstellung stehen, dass man ganzen Planeten umwandeln kann, hat man hier in der Ausstellung, werden eigentlich andere Formen des Terraformings ins Spiel gebracht. Zum Beispiel auf der Videoarbeit Shapeshifting Dog von Susanne Winterling, da hat man einen Hund, der sich ganz langsam in einen Dinoflagellaten verwandelt. Dinoflagellaten sind Mikroorganismen, Einzeller, die im Meer leben. Und als Teil des Planktons sind sie eigentlich die Basis unserer Nahrungspyramide und verwandeln oder haben die Fähigkeit, tote Materie in Biomasse zu verwandeln. Und damit erinnern Sie hier jetzt in der Ausstellung an die Tatsache, dass die Entstehung der Biosphäre, also das Terraforming des Planeten Erde, wesentlich auf Mikroorganismen beruht. Oder oben auf der Galerie auch ein Video, wo ein Diamant in eine Flechte morpht.
Und diese symbiotischen Lebensgemeinschaften aus Pilzen, Algen oder Bakterien, die können Lebensräume erschließen, wo extreme Bedingungen herrschen. Sie können zum Beispiel auf Felsen wachsen oder auch im, das wurde getestet, selbst im Weltraum haben sie ihre Überlebensfähigkeit schon unter Beweis gestellt. Und wie wäre es, wenn wir jetzt solche symbiotischen Gemeinschaften bilden könnten, um unter extremsten Bedingungen zu überleben? Die Frage, was wir von nichtmenschlichen Akteuren und Lebewesen lernen können, motiviert eine ganze Reihe von Arbeiten hier in der Ausstellung. Es sind zum Beispiel auch vorne auf der Karte in Epoxidharz konservierte Organismen, die für die hochentwickelten Technologien von Tieren und Organismen sensibilisieren können. Oder ein anderes Beispiel, auf der Karte hat man das Hologramm eines seltsamen, rätselhaften, alienartigen Wesens, was sich so ausdehnt und zusammenzieht. Das sind die langsamen Bewegungen einer atmenden Kamelnase, die mit einer Computeranimation nachmodelliert wurden. Und die Nase ist eigentlich eine Überlebenstechnologie, oder so könnte man es bezeichnen, von Kamelen. Der Wasserdampf, den sie ausatmen, wird über die Nase wieder aufgenommen und verwendet, um das Blut und das Gehirn zu kühlen. Man könnte jetzt diese Ideen einer ganzen Umwandlung einer Landschaft oder eines Planeten mit dieser Sandbox, Augmented Reality Sandbox, auch in Verbindung bringen. Die hat der Chaos Computer Club Freiburg für die Ausstellung installiert und zur Verfügung gestellt. Das funktioniert so, dass dort mittels einer 3D-Kamera die tiefen Informationen von dieser Sandlandschaft aufgezeichnet werden und dann in ein digitales Höhenprofil umgewandelt werden, was in Echtzeit wieder auf den Sand zurückprojiziert wird. Eine Technik, die beispielsweise in der Landschaftsplanung verwendet wird oder auch im Städtebau, um Modellzusammenhänge und geophysikalische Fragestellungen anschaulich darzustellen. Und ich denke, dass diese Sandbox auch einen Hinweis über das Terraforming hinaus darauf gibt, wie Science Fiction eigentlich funktioniert, also auf die Methodik von Science Fiction. Wir haben in der Sandbox einen Bereich der Realität, der anhand feststehender Parameter, in diesem Fall das Höhenprofil, abgebildet wird und dann anschaulich extrapoliert werden kann. Und Science Fiction konstruiert eine mögliche, oftmals eine künftige Welt entlang einer Reihe von Parametern, zum Beispiel geologische Parameter, biologische oder gesellschaftliche Parameter. Und diese mögliche Welt wird dann im besten Falle so plastisch und detailreich dargestellt, dass sie sich wieder auf die Gegenwart, also auf unsere Welt, rückbeziehen lässt. In diesem Sinne kann man Science Fiction auch als eine Sandbox für Ideen und Werte bezeichnen. Science Fiction ermöglicht dichte Beschreibungen und Darstellungen von möglichen Welten, um in unserer Welt andere Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungshorizonte zu öffnen. Jetzt freue ich mich auch vor allem darauf, dass wir in dem Symposium auch ganz andere Kontexte zu dieser Ausstellung herstellen können und hoffe darauf, dass zwischen den verschiedenen Disziplinen auch ein Dialog entsteht und damit ein kleiner Beitrag geleistet wird, um die Kluft zwischen Fakten und Werten, zwischen Science und Fiction zu überbrücken. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Die Ausstellung, in die Herr Dietze jetzt gerade so schön eingeführt hat, und die Recherchen von Del Calpana waren für uns, Heinrich Dietz, Susanne Winterling und mich, Ausgangspunkt und Inspiration, dieses Symposium zu organisieren. Und für die Dringlichkeit des Themas Desert Futures sprachen für uns und sprechen auch weiterhin nicht nur die Austrocknung der Dreisam im Jahr 2018, sondern auch weiter betrachtet die Trockenheit in Gesamtdeutschland im Jahr 2018, 2019 und auch wie schon jetzt im März und April dieses Jahres und ihre Folgen, wie halt zum Beispiel ein vermindertes Pflanzenwachstum. Aber natürlich auch noch breiter betrachtet die weltweit fortschreitende Wüstenbildung und den damit einhergehenden Verlust von fruchtbarem Boden. Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung gibt an, dass jedes Jahr circa 10 Millionen Hektar Ackerboden verloren gehen,
Das entspricht ungefähr einem Drittel der Fläche von Deutschland. Inspiriert durch Susanne Winterlings Arbeit, deren künstlerische Praxis unter anderem auf dem Austausch und Gespräch mit anderen Künstlerinnen, Wissenschaftlerinnen und Theoretikerinnen besteht und besonders auch ihrer Plattform Pandora's Box, in der sie Konversation als Methode ästhetischer Solidarität und Empowerment untersucht, war es von Anfang an unser Ziel, Susanne Winterling in Dialog mit Wissenschaftlerinnen von der Universität Freiburg zu bringen. Nicht zuletzt, weil die Universität herausragende Wissenschaftlerinnen für das in unserem Thema relevante Gebiete hat, beziehungsweise diese dort forschen und lehren. Daher freue ich mich besonders, heute Professor Dr. Rüdiger Glaser, Inhaber des Lehrstuhls für physische Geographie, Dr. Nemeaya Lat vom Lehrstuhl für Ökosystemphysiologie und Friedrich Neu vom Lehrstuhl der Geographie des globalen Wandels begrüßen zu können, beziehungsweise freue ich mich, dass wir Sie gewinnen konnten, heute hier zu Ihnen zu sprechen. Und möchte Ihnen an dieser Stelle auch schon einmal herzlich danken, dass Sie hier sind und zu uns sprechen. Genau. Die Vorträge beschäftigen sich mit Fragen, die die Zukunft unseres Planeten vor dem Hintergrund des Klimawandels und der zunehmenden Desertifikation weiter Teile der Welt betreffen. Die Schwerpunkte liegen dabei auf Komponenten und Folgen von Desertifikation aus geografischer Perspektive. Rüdiger Glaser auf Auswirkungen von Dürren auf das Ökosystem Wald unter Laborbedingungen der Biosphäre 2, Nemeaya Lat, sowie Fragen der Gerechtigkeit im Rahmen von Klimawandelanpassungen Friedrich Neu und dem Potenzial ökologischer Solidarität vor dem Hintergrund der Gemeinschaften bedrohenden Veränderungen des Klimawandels, Susanne Winterling. Bei der Zusammenstellung des Symposiums haben uns drei Fragen geleitet, die ich noch einmal zitieren möchte. Was können wir vom biodiversen Leben in der Wüste lernen, um eine trockenere Zukunft zu bewältigen? Welche Möglichkeiten und Grenzen liegen in der Verbindung von wissenschaftlichen, spekulativen und künstlerischen Ansätzen bei der Entwicklung realistischer Zukunftsvisionen? Und was für Methoden und Lösungsansätze lassen sich entwerfen, die sowohl soziale als auch ökologische Gerechtigkeit berücksichtigen?